hallo. Wir sind heute an einem trüben Tag hier drin in einem Haus. Wo sind wir denn hier eigentlich? Wir sind heute im Haus der Zukunft in Lüssum und hier ist auch EPSIMO beheimatet. Wir haben hier ein paar Räume. EPSIMO ist der Elternverein für psychomotorische Entwicklungsförderung. Uns gibt es inzwischen seit 25 Jahren. Wir feiern dieses Jahr Jubiläum. Und was habt ihr denn heute eigentlich vor mit den Kindern? Ja, heute haben wir vor, im Rahmen der Veranstaltung Surf the City mit den Kindern zum Flughafen zu fahren. Ja, hallo, wir sind hier vom Hauptbahnhof und neben mir steht Riad. Und Riad, wir kennen uns noch gar nicht, aber wir machen gleich zusammen einen Ausflug mit Jungs nach Delmenhorst. Erzähl mal, was haben wir vor? Wie geplant heute mit Surf the City irgendwie, dass wir heute einen Ausflug mit den Flüchtlingen machen und wir gehen einfach zum Freizeitwald irgendwie und wir werden einfach den Tag dort verbringen. Und Jungs, was sagt ihr? Freut ihr euch auf den Ausflug? Wo Kreativität ist, da ist auch Chaos und wo Chaos ist, muss auch mal aufgeräumt werden. Und deswegen sind wir heute von Surf the City an einem ganz besonderen Ort. Frauke, ich will dich ja nicht stören, muss es aber tun, weil du musst uns jetzt erklären, was wir hier machen. Ja, wir sind hier im Kinder- und Jugendatelier von Kultur vor Ort in Gröpeling im Atelierhaus Roter Hahn. Und das ist ein Ort, an dem jede Woche 100 bis 150 junge Künstlerinnen und Künstler aktiv sind und Kunstwerke herstellen, Bilder malen, Objekte bauen und drucken. Und jetzt sind Osterferien und jetzt muss mal richtig ein Frühjahrsputz passieren. Genau, und deswegen haben wir heute ganz viel Unterstützung und sortieren Papier, streichen Wände, nähen Kittel, waschen alle möglichen Oberflächen ab, wo Fingerabdrücke dran sind. Und schaffen eine Atmosphäre, in der dann nach den Osterferien wieder neue Kreativität herrschen kann. Ja, vielen Dank, das klingt gut.